Willkommen zurück. Passend zum heutigen Reaction-Thema werden wir heute einen Rekordversuch unternehmen. Denn am 10. September 2022 hatten wir ein knapp 92-minütiges Video veröffentlicht, welches bei euch sehr gut ankam, ausnahmslos. Und diesen Rekord von 92 Minuten werden wir in dieser Reaction 2 knacken. Also wird der 20. Juli 2023 ein großer Tag werden. Aber gucken wir mal, ob wir 92 Minuten schaffen. Drückt mir auf jeden Fall die Daumen. Ich weiß, dass ihr dieses Video definitiv zum Einschlafen benutzen werdet, wenn es um ein mindestens einstündiges Video geht, aber schauen wir mal, nicht? Denn die Pharmazeutische Zeitung, also die Zeitschrift der Deutschen Apotheker, hat insgesamt 7 Seiten zum Thema Autismus veröffentlicht. Und weil ich mir die 7 Seiten mir nicht allein antun kann, ziehe ich euch wieder mit rein. Link zu den 7 Seiten gibt es natürlich in der Videobeschreibung, als auch der Link zu meinem zweiten Kanal, falls das gesperrt wird. Würde mich freuen, wenn Dobber raushauen wird und gleiches gilt auch für meine Kooperationspartnerin Autismus Anbrücken Kanal. Als auch der Link zu meinem David Art Kanal, für euch meine Comic-Seite aber geben könnt, als auch der Link zu meinem Fanfiction Kanal. Und diese 7 Seiten tragen nun mal die Titel: Autismus. Anzeichen kennen, Beratung anpassen. Fangen wir dann drumherum. Los geht's. Menschen im Autismus-Spektrum neigen zu zwanghaft pedantischen Verhaltensweisen. Und ihr merkt es schon, ich lese das in geänderter Form. Autismus ist keine Störung. Aber das geht auch in den kommenden 6 Seiten genauso weiter. Weiter geht's. Ungewohnte Situationen wie die Beratung in einer Apotheke können Stress für Sie bedeuten. Ja, jede Apotheke ist ja auch anders. Weiter geht's. Wie kann das Apothekenpersonal Betroffene erkennen und die Beratung anpassen? Oh, da bin ich jetzt kein Experte von. Und da jede Apotheke nur mal anders ist und auch anders eingerichtet ist. Es gibt ja immer noch Apotheken, die noch im Stile des 17. Jahrhunderts noch existieren. Und deswegen kommen wir nun zu diesem Bild hier. Aber gut. Von dem Symbol kann man vieles halten, was man will. Auf meinem YouTube-Kanal gibt es ein viel besseres Symbol für uns im Autismus-Spektrum. Und diese ist gekennzeichnet mit einem Hammer, mit einem Stahlrohr und einem Cuttermesser. Also, sprich Bau, Handel und Logistik. Und deswegen lesen wir weiter. Der Begriff Autismus leitet sich von den griechischen Wörtern Autos, also selbst, und Ismus, also Zustand und Ort ab, und bedeutet sehr auf sich bezogen sein. Ein Autismus-Spektrum ist eine quantitative und qualitative Beeinträchtigung der sozialen Interaktion sowie der Kommunikation mit repetitiven, also sich wiederholenden und Stereotypen, gleichförmig auftretenden Verhaltensmustern, Interessen sowie Aktivitäten, die ein Leben lang andauert. Schätzungen zufolge sind etwa 0,6 bis 1% der Bevölkerung betroffen, wobei Junge die Diagnose etwa 4-mal häufiger erhalten als Mädchen. Also Leute, ihr wollt den Störungscounter unbedingt. Auch wenn es jetzt zum Einschlafen gedacht ist, aber den kriegt ihr trotzdem. Weiter geht's. Die Ausprägung reicht von leichten Formen, die im Alltag kaum auffallen, bis zu schwersten Formen mit erheblicher Beeinträchtigung der sozialen Teilhabe. Formen? Aber vorher noch was anderes. Kommt nicht mit leicht oder schwer bei uns an. Und Formen? Ich werde euch gleich von der Pharmazeutischen Zeitung hier formen. Zu Pepperwutze Schaumzuckerstangen. Ja, selbst dieses Ferkel lässt mich auch bei den Online-Shops für Süßigkeiten nicht mal in Ruhe. Jetzt gibt es auch Pepperwutz-Überraschungseier. Keine Sorge, Leute, wir werden definitiv noch mehr von diesem Ferkel hier auf meinem YouTube-Kanal präsentieren.
Hab auch schon einen Plan, wie wir das am besten anstellen. Aber lesen wir das mal weiter. Wegen dieser großen Unterschiede in der Symptomausprägung spricht man von Autismus-Spektrum-Störungen. Symptomausprägung? Autismus ist keine Krankheit. Lesen wir weiter, komm. Autistische Menschen bevorzugen oftmals die Bezeichnung Autismus oder Autismus-Spektrum gegenüber Autismus-Spektrum-Störungen. Oder, wie es auf meinem YouTube-Kanal ist, Menschen im Autismus-Spektrum. Weiter geht's. Letztere ist gängig nach der 11. Revision der Internationalen Klassifikation der Krankheiten, kurz ICD-11, und wird daher im Folgenden verwendet. Also ich bin der Auffassung, das Wort Störung komplett zu streichen. Ernsthaft. Weiter geht's. Autismus als neuronale Entwicklungsstörung. In der ICD-10 wurde Autismus den tiefergreifenden Entwicklungsstörungen zugeordnet und zwischen frühkindlichem Autismus, Asperger-Syndrom und atypischen Autismus unterschieden. Siehe Kasten. Ja, werden wir auch gleich sehen. Doch diese Differenzierung hat sich nach neueren Erkenntnissen als nicht haltbar erwiesen, erklärt Professor Dr. Matthias Dose, Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie und KBO-Berater für Autismus-Spektrum-Störungen und Huntington-Krankheit gegenüber der PZ. Huntington kann eine Krankheit sein, aber Autismus? Nein. Weiter geht's. Heutzutage wird ein fließender Übergang der Symptomatik bei unterschiedlicher Krankheitsursache angenommen. Ja, hoffentlich nur bei der Huntington-Krankheit. Falls ihr Autismus nochmal erwähnt, dann kriege ich neutrale Stimmung. Weiter geht's. Aus diesem Grund ist in der ICD-11, die seit Januar 2022 gilt, die Gruppe der tiefergreifenden Entwicklungsstörungen aufgelöst und stattdessen die Autismus-Spektrum-Störung der Gruppe der neuronalen Entwicklungsstörungen zugeordnet. Der Begriff gilt nun als Oberbegriff für das gesamte Spektrum autistischer Erkrankungen und fast Betroffene mit starker Beeinträchtigung, also ehemals frühkindlicher Autismus und geringer Beeinträchtigung, ebenfalls Asperger-Syndrom, zusammen. Meine Güte. Der Counter ist am Zählen, meine Güte. Und wir haben schon 10 in der Zahl. Aber keine Sorge, es kommt noch mehr im Counter hinzu. Wartet ab. Mit der Zuordnung zu neuronalen statt tiefergreifenden, in Anführungsstrichen, Entwicklungsstörungen wird der Tatsache Rechnung getragen, dass es sich um eine Hirnentwicklungsstörung und nicht, wie zum Teil früher angenommen, um Fehler in der Erziehung handelt, erläutert Dose. Hirnentwicklungsstörung? Ich muss ruhig bleiben, Leute. Ihr benutzt das Video ja zum Einschlafen, aber ich darf jetzt nicht brüllen, sonst wecke ich euch nachher auf und das möchte ich ja nicht. Weiter geht's. Welche Faktoren die Hirnentwicklungsstörungen dabei auslösen, ist noch nicht abschließend geklärt. Allerdings tritt sie familiär gehäuft auf, weswegen wahrscheinlich genetische Faktoren eine entsprechende Rolle spielen. Zudem können Umweltfaktoren eine veränderte Genregulation bewirken, kurz Epigenetik. Als Risikofaktoren werden ein höheres Alter bei der Eltern sowie Stress, Infektion, etwa mit Rötelnviren oder die Einnahme bestimmter Medikamente wie Antiepileptika oder selektiven Serotonin-Wiederaufnahme-Inhibitoren, kurz SRRI, während der Schwangerschaft oder eine ausgeprägte Frühgeburtlichkeit diskutiert. Ja, Frühgeburtlichkeit, also kürzlich bekomme ich ja auf Facebook halt Vorschläge über Frühgeborene oder Frühchen, wie sie das halt nennen. Und muss ich diesen grauen Kasten jetzt lesen? Na gut, für euch, Leute. Nur für euch. Weiter geht's. Begriffsdefinition nach ICD-10. Frühkindlicher Autismus, auch Kanner-Syndrom, infantiler Autismus, frühkindlicher Psychose, autistische Störung oder pervasive Development Disorder genannt. Beschwerdebild entwickelt sich vor dem 3. Lebensjahr. Ausgeprägte Kontaktstörung,
also kein Blickkontakt, kein Lächeln, mangelnde Empathiefähigkeit, verlangsamte Sprachentwicklung, eigentümliches Sprechverhalten, also Neologismen, Echolalie, reduzierter Intelligenzquotient. Aber Hauptsache mindestens 58. Denn alles, was unter 58 ist, ist halt Terkopisten zuzuschreiben. Weiter geht's. Asperger-Syndrom. Auch autistische Psychopathie. Schizoide Störung des Kindesalters. Asperger-Autismus oder High-Functional-Autismus genannt. Stopp. Asperger-Autismus gibt es nicht. Hört auf mit dem Blödsinn. Weiter geht's. Erste Symptome im zweiten bis fünften Lebensjahr. Rigides, zwanghaft, pedantisches, stereotypisches Handlungsmuster, mangelnde Empathiefähigkeit, hochentwickelte Sprache, geschraubte, affektierte Ausdrucksweise, Neologismen. Spezialinteressen wie Inselbegabung. Oder auch Savant-Syndrom. Aber nicht jeder im Autismus-Spektrum ist ein Savant. Das muss auch die pharmazeutische Zeitung auch begreifen. Weiter geht's. Atypischer Autismus. Unterscheidet sich zum frühkindlichen Autismus hinsichtlich des Alters bei Krankheitsbeginn oder dadurch, dass diagnostische Kriterien nicht in allen Bereichen erfüllt werden, vor allem bei schwer retardierten Betroffenen bzw. bei Menschen mit einer schwer repetitiven Sprachentwicklungsstörung. Und damit kommen wir gerade auf genau 17 Punkte. Auf der ersten Seite übrigens, ne? Kommen wir nun zur zweiten Seite. Fragen wir nicht lang drum rum. Los geht's. Typische Verhaltensmuster autistischer Menschen. Personen mit Autismus-Spektrum-Störungen haben vor allem Schwierigkeiten mit sozialer Interaktion, da ihnen das Verständnis für Gefühle, Gedanken und Vorstellungen ihrer Mitmenschen fehlt. Dies ist auch der Grund, weswegen sie sich nicht an gesellschaftliche Regeln und Normen halten und nur schwer Beziehungen aufbauen können. Und vor allem Liebesbeziehungen. Also, ich bin schon seit 12 Jahren Single, also schon ziemlich lang. Ne? Weiter geht's. Typisch sind darüber hinaus Besonderheiten in der Sprache wie eine fehlende oder verlangsamte Sprachentwicklung, eine monotone Betonung oder ein eigentümliches Sprechverhalten. Beispiele hierfür sind Wortneuschöpfung, also Neologismen, sowie das Nachahmen und Wiederholen von Gehörtem, also Echolalie. Ebenfalls charakteristisch sind das Durchführen von immer gleichen Bewegungen, kurz Stereotypien, wie das Drehen der Finger vor den Augen sowie das Einhalten bestimmter Rituale. Oftmals haben sich Betroffene als Kinder keine Fantasie oder Rollenspiel mit ihrem Spielzeug ausgedacht, sondern sich lieber ausgiebig mit Teilaspekten, beispielsweise den Rädern des Spielzeugautos, beschäftigt. Auch kennzeichnend sind Spezialinteressen wie das Herumtragen eines Lieblingsgegenstandes oder das stundenlange Beobachten von technischen Geräten. Die meisten Menschen im Autismus-Spektrum haben Angst vor Veränderung und sind aus diesem Grund auch nicht spontan und zudem eher unkreativ. Hinzu kommt, sie haben oftmals ein gestörtes Schmerzempfinden. So kann es sein, dass ihnen selbst die kleinste Berührung Schmerzen bereitet oder umgekehrt, dass sie schwere Verletzungen kaum wahrnehmen. Weitere Auffälligkeiten sind Probleme mit der Sauberkeitsentwicklung im kleinen Kinderalter oder der aufgrund eines stereotypen ritualisierten Essverhaltens einseitige Ernährung. Keine Sorge, auch das kann man halt erlernen, wenn man das Essensspektrum auch erweitert. Weiter geht's. Mit dem grauen Kasten da. Das Problem mit dem Essen. Das Essverhalten ist bei vielen autistischen Kindern auffällig. So kann es sein, dass sie Hunger aufgrund einer schlechten Körperwahrnehmung nicht von Durst, Erschöpfung oder Müdigkeit unterscheiden können, was sie wiederum auf das Gewicht niederschlagen kann. Hilfreich können in diesem Fall feste Pläne sein, mit denen sich die benötigte Nahrungsmenge einschätzen lässt. Doch auch Stress, sensorische Faktoren wie Aussehen, Geruch und Geschmack des Essens, Zwänge oder Routinen beeinflussen die Nahrungsaufnahme und können Beschwerden wie Verstopfung verursachen. Oder wie Drachenlord es nennt, Flotter Otto. Ne? Also das Gegenteil von Verstopfung. Ne? Aber genug davon. Sonst wird der Kanal gleich zugemacht. Wir lesen weiter.
Aufdecken lassen sich die Ursachen mit einem Ernährungstagebuch, in dem unter anderem die verzehrten Lebensmittel, also der Ort der Nahrungsaufnahme, Umweltfaktoren wie Geräusche sowie anwesende Personen notiert werden. Essen Betroffene beispielsweise nur Lebensmittel einer bestimmten Farbe, kann das Aussehen des Essens mit natürlichen Lebensmittelfarben verändert werden. Ist Stress die Ursache, eignet sich ein ruhiger Ort zur Nahrungsaufnahme. Manchmal hilft es, autistischen Kindern die Hintergründe einer gesunden Ernährung zu erläutern, da viele sich für wissenschaftliche Zusammenhänge interessieren. Viele dieser Auffälligkeiten können bis zu einem gewissen Grad auch bei Nicht-Betroffenen auftreten. Menschen mit einer Autismus-Spektrum-Störung zeigen jedoch in der Regel mehr Auffälligkeiten und die Eigenschaften sind stärker ausgeprägt. Insgesamt können sie auf andere etwas sonderlich, manchmal auch steif oder schüchtern wirken. Also, bisher 2 Seiten und bisher 19 Punkte. Aber irgendwie kommen wir nicht so ganz beim Versuch, den Rekord zu knacken. Aber vielleicht kommt es ja noch. Wartet mal ab. Kommen wir nun zur dritten Seite. Fackel nicht lang drum rum. Los geht's. Reizüberflutung. Da autistische Menschen Umwelt- und Sinnesreize unverändert wahrnehmen, kann es vorkommen, dass es zu viele Reize auf einmal, seien es etwa mehrere Unterhaltungen gleichzeitig, viele nacheinander gestellte Fragen, blinkende Lichter oder viele Geschmacksrichtungen in einem Gericht, zu einer Reizüberflutung, einem sogenannten Sensory Overload, führen. Sensory in Klammern übrigens, ne? Die Anzeichen hierfür sind individuell verschieden, können sich aber etwa in einem stereotypen Händereiben, einem monotonen Singen oder Hin- und Herschaukeln bemerkbar machen. Ohne Rückzugsmöglichkeit kann ein Overload zu einem sogenannten Meltdown, also zu einer Kernschmelze führen, welche von außen betrachtet wie ein Wutausbruch aussieht. Die Betroffenen haben keine Kontrolle mehr über ihr eigenes Verhalten. Sie schreien oder schimpfen laut, werfen mit Gegenständen oder schlagen mit dem Kopf an die Wand. Und beim sogenannten Shutdown ziehen sich autistische Menschen zurück und sind nicht mehr ansprechbar, wie hier auf dem Foto zu sehen. Man hält sich die Hände auf den Ohren, weil es uns im Autismus-Spektrum auch zu viel wird, wenn wir von Lärm und so weiter ausgesetzt sind, ne? Weiter geht's. Besteht weiterhin keine Rückzugsmöglichkeit, kann dem Meltdown ein Shutdown, also zum Abschalten, folgen. Die Betroffenen ziehen sich zurück und sind nicht mehr ansprechbar. Es kann sein, dass sie eingerollt in einer Zimmerecke liegen, sich eine Decke über den Kopf ziehen oder mit dem Körper vor- und zurückwippen. Der Shutdown kann Stunden oder Wochen dauern und ist nicht mit einer Depression zu verwechseln. Im Unterschied zu dieser fehlenden Symptome wie eine negative Sichtweise oder Grübeln. Meine Güte. Autismus ist keine Krankheit. Das muss man doch verstehen oder etwa nicht. Weiter geht's. Beruhigungsversuche in Form von Berührungen oder Fragen wie »Wie kann ich dir helfen?« sowie das Einreden auf Betroffene stellen weitere Reize dar und sollten in allen drei Phasen vermieden werden. Besser ist es, den störenden Reiz eigenständig zu suchen und auszuschalten. Experten lehnen die Begriffe Overload, Meltdown sowie Shutdown zum Teil ab und plädieren dafür, lieber die konkreten Verhaltensweisen zu beschreiben. Dann hoffen wir mal, dass diese konkreten Verhaltensweisen auch in dieser Seite beschrieben werden. Oder zumindest in den kommenden Seiten. Je nachdem. Weiter geht's. Mögliche Begleiterkrankungen. Zu den bereits erwähnten Auffälligkeiten kommen nicht selten weitere psychische und körperliche Erkrankungen. Erkrankungen schon wieder. Aber es geht ja noch weiter. Eine sehr häufige Komorbidität ist beispielsweise die Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätsstörung, kurz ADHS, an der zwischen 40% und 70% der autistischen Kinder leiden. Erstens mal. Es heißt nicht Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätsstörung, sondern Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätssyndrom. Und leiden. Wir leiden nicht an unserem Autismus bzw. dem ADHS selbst, sondern an der Umgebung um uns herum. Und das haben wir doch vorhin doch geklärt, oder etwa nicht? Weiter geht's, komm. Umgekehrt sind autistische Symptome bei 15% bis 25% der von ADHS betroffenen Kinder nachweisbar. Es
geht leider noch weiter. Da die Symptome beider Störungen sich teilweise überlappen, ist die Differentialdiagnostik schwierig. Und dieser Selbsttest der WHO zum Thema ADS kann man sich ja antun, ist natürlich viel vertrauensvoller als TikTok. Oder wie Drachenlord es nennt, TikTok. Und kommt bitte nicht mit Symptomen bei uns an. Autismus als auch ADHS sind keine Krankheiten. Weiter geht's. Weitere begleitende psychische Erkrankungen sind Angst- und Zwangsstörungen, Schlafstörungen, disruptive Impulskontroll- und Sozialverhaltensstörungen, depressive Erkrankungen, bipolare Störungen und Psychosen. Zudem neigen Menschen im Autismus-Spektrum zu Aggressionen, fremd- oder selbstverletzenden Verhaltensweisen und einer emotionalen Dysregulation, das heißt einer Beeinträchtigung beim Umgang mit Emotionen. Ebenso sind Prävalenzen des Tourette-Syndroms, der Leserechtschreibstörung, sowie von Diabetes, Herzerkrankung und neurologischen Erkrankungen, insbesondere Epilepsie, erhöht. Dass wir im Autismus-Spektrum auch Meltdown bekommen, das ist ein Teil unserer Persönlichkeit mit drin. Einige von uns haben es oft, einige für uns hat sich das abgewöhnt. Zum größten Teil zumindest. Weiter geht's. In Krisenzeiten, die durch äußere Umstände wie zum Beispiel Umzug oder Tod in der Familie oder innere Umstände wie zum Beispiel Pubertät, Ablösung vom Elternhaus ausgelöst werden, entwickeln sich manchmal zusätzliche psychische Störungen. Zum einen können sich bereits vorhandene Beschwerden wie Autoaggressionen oder ritualisierte Verhaltensweisen verstärken, zum anderen können sich aber auch neue Krankheiten wie Zwangsstörungen entwickeln. Neue Krankheiten? Jetzt habt ihr mich wieder liegen. Ich weiß, ich muss ruhig bleiben. Ich muss ruhig bleiben. Ihr wollt schlafen, ich weiß. Aber was denkt sich die pharmazeutische Zeitung eigentlich dabei? Ja, und vor allem, sind wir schon bei 28 Punkte? Vielleicht ist das ein Rekord. Aber doch nicht bei diesen 7 Seiten. Und ich glaube auch, dass wir diesen Rekord nicht schaffen werden von knapp 92 Minuten. Das glaube ich nicht. Ja, Leute. Kommen wir nun zu Seite 4. Und ich würde mal sagen, fackel nicht lang drumrum. Los geht's. Autismus kann lange unbemerkt bleiben. Ja, und jetzt kommen wir wahrscheinlich beim Thema Masking zu sprechen, oder? Lesen wir weiter. Bei deutlichen Entwicklungsstörungen werden Autismus-Spektrum-Störungen meist mit Erreichen des 6. Lebensjahres diagnostiziert, ansonsten oft erst im Alter von 10 Jahren. Wahrscheinlich erst mit einem Bericht für die Einschulung und dann später auch nach der Grundschulzeit. Also, einige sind schon mit 10 Jahren aus der Grundschule raus. Vielleicht auch sogar schon mit 9, obwohl 9 klingt irgendwie unrealistisch, aber na gut, je nachdem, welches Schulsystem gerade aktuell ist bei irgendwelchen Bundesländern. Ich habe da keinen Einfluss mehr drauf. Zum Glück. Mit meinen 32 Jahren. Lell. Weiter geht's. Bei intellektuell nicht beeinträchtigten Kindern, beziehungsweise wenn die nicht erfüllbaren Anforderungen an die soziale Interaktion und Kommunikation erst zu einem späteren Zeitpunkt, wie zum Beispiel in der Schule oder während der Ausbildung, deutlich werden, kann es zu einer verzögerten Diagnosestellung kommen, schildert Dose. Insbesondere ein nur leicht ausgeprägter Autismus kann jahrelang unbemerkt bleiben und erst im Erwachsenenalter auffallen. Aber auch schwere autistische Störungen können unerkannt bleiben, wenn Betroffene die Defizite beispielsweise durch eine höhere Intelligenz ausgleichen oder maskieren. Ja, Masking. Sag dich doch. Weiter geht's. Eine frühzeitige Diagnose ist dennoch wichtig, da diese einen unnötigen Leidensweg sowie Folgestörungen wie Depressionen oder Angststörungen verhindern kann. Mittlerweile gibt es im Internet eine Reihe von Autismus-Selbsttests, die eine erste Einschätzung liefern. Den Besuch beim Arzt können sie allerdings nicht ersetzen.
Und TikTok erst recht nicht. TikTok kann auch keinen Besuch beim Arzt ersetzen. Überhaupt nicht. Wer was anderes glaubt, ist halt wie der Drachenlord. Just saying. Weiter geht's. Die Diagnose erfolgt durch Beobachtung und Fragebogenerhebung. Allerdings werden verstärkt auch genetische Risikofaktoren, Biomarker sowie die Familiengeschichte mit einbezogen. Ja, selbstverständlich. Da werden auch die Eltern befragt. Und hier sehen wir ein Kind bei der Beobachtung und eine Frau mit Fragebögen. Darauf basiert die Autismusdiagnose. Und diese Therapien werden auch auf Video aufgenommen. Weiter geht's. Therapieansätze bei Autismus. Es ist bis heute nicht möglich, Autismus zu heilen. Und das wird auch so bleiben. Auch wenn es Organisationen wie Autism Speaks oder bei Elon Musk mit seinem Neuralink was anderes behauptet wird. Völliger Quatsch. Autismus ist und bleibt unheilbar, weil Autismus keine Krankheit ist. Weiter geht's. Die Therapie besteht aus der Unterstützung der Psychosozialentwicklung, der Förderung der allgemeinen Lernfähigkeit, der Verbesserung des sozialen Verhaltens sowie der Reduktion von Stereotypien und familiären Belastungen. Die meisten Therapieansätze sind sehr zeitintensiv, also 20 bis 40 Wochenstunden, und sollten möglichst früh begonnen werden. Schnelle Erfolge sind in der Regel nicht zu erwarten. Ziel ist es, die Symptome abzuschwächen und die Fähigkeiten auf- bzw. auszubauen und den Betroffenen ein möglichst selbstständiges Leben zu ermöglichen. Schon bei Bob Symptome allein kriegt man neutrale Stimmung. Ich frag mich, was da hier vor sich geht. Ich verstehe echt nicht, warum man das Wort Symptome überhaupt schreiben muss in Bezug von Autismus. Das sollte man nicht machen. Weiter geht's. Ein Ansatz zur Förderung von autistischen Menschen ist der sogenannte TEACH-Ansatz. TEACH steht für Treatment and Education of Autistic and Related Communication Handicapped Children und bedeutet Behandlung und Förderung autistischer und in ähnlicher Weise kommunikationsbeeinträchtigter Kinder. Die Methode basiert auf der Tatsache, dass viele autistische Menschen mündliche Anweisungen schlecht, visuelle Informationen dagegen gut verarbeiten können. Beispielsweise sollen Bilder und Pläne ihnen bei der räumlichen sowie zeitlichen Orientierung helfen oder Zusammenhänge von Abläufen vermitteln und dadurch das Lernen erleichtern. Ein Beispiel hierfür ist ein Tagesplan mit Bildern, um Aktivitäten oder Aufgaben in der durchzuführenden Reihenfolge abzubilden. Eine weitere Therapieoption ist die sogenannte Applied Behavior Analysis, also angewandte Verhaltensanalyse, kurz ABA, sowie ergänzend der Verbal Behavior Ansatz, also verbales Verhalten, kurz VB, mit denen soziale und kommunikative Fähigkeiten gefördert werden. Schon beim Wort ABA oder ABA, nennt es wie ihr es wollt, kriege ich neutrale Stimmung. Kann sein, dass sich das Ganze zum Positiven entwickelt hat. Aber schon bei den drei Buchstaben, da kriege ich. Ich muss ruhig bleiben, Leute. Ich muss ruhig bleiben. Für euch. Weil ihr wollt ja schließlich ins Bett. Weiter geht's, komm. Sie basieren auf der Konditionierungstherapie, bei der erwünschtes Verhalten belohnt und unerwünschtes Verhalten wie Wutanfälle konsequent ignoriert werden. Schon bei der zweiten Hälfte des Satzes gibt es von meiner Seite aus Kritik zum Thema ABA. Just saying. Weiter geht's. Eine medikamentöse Therapie der Grunderkrankung steht nicht zur Verfügung. Gravierende Verhaltensstörungen oder affektive Zustände, die die Betroffenen oder ihre Umwelt zusätzlich belasten, können symptomatisch behandelt werden. Bei Angst- oder Zwangsstörungen beispielsweise
können SSRI bei Schlafstörungen, Melatonin oder bei Erregungsstörungen Neuroleptika eingesetzt werden. Erregungsstörungen? Jetzt kommen sie auf dem Niveau runter. Ich fass es einfach nicht. Okay, Leute. Es sind auch bei der vierten Seite 9 Punkte und wir sind schon bei 37 Punkte angelangt. Und man merkt langsam, wir werden diesen Rekord nicht schaffen. Wenn dann vielleicht beim Störungscounter, aber wer achtet da schon drauf, Leute? Diese Reaction ist ja auch zum Einschlafen gedacht. Und jetzt kommen wir zur fünften Seite. Da geht es um die Beratung autistischer Menschen in der Apotheke. Haben wir das nicht schon auf der ersten Seite? Na gut. Fackel mich lang drum rum. Los geht's. Beratung autistischer Menschen in der Apotheke. Ungewohnte Situationen wie eine Beratung in der Apotheke oder unangenehme Umgebungsbedingungen wie grelles Licht oder ein hektisches Betriebsklima bedeuten für autistische Menschen Stress und können zu einer Reizüberflutung führen. Oder wie es richtig heißen sollte, ungewohnte Situationen wie eine Beratung in der Apotheke oder unangenehme Umgebungsbedingungen wie grelles Licht oder ein hektisches Betriebsklima bedeuten für Menschen im Autismus-Spektrum Stress und können zu einer Reizüberflutung führen. Weiter geht's. Für Apothekenpersonal bedeutet das, sie, wenn möglich, in einer ruhigen Umgebung zu beraten. Doch wie kann es Betroffene erkennen? Ja, Autismus ist nun mal keine sichtbare Besonderheit. Deswegen ist es auch so schwierig, das zu erkennen. Und wehe, ihr erwähnt was zum Thema, wenn jemand so ein T-Shirt trägt, dann ist er im Autismus-Spektrum. Nein, Leute! Bewertet Menschen nicht an der Kleidung. Meine Güte, bewertet uns im Autismus-Spektrum nicht nach der Kleidung. Weiter geht's. Personen mit Autismus-Spektrum-Störungen können dadurch auffallen, dass sie Blickkontakt meiden, wenig Mienenspiel aufweisen oder wenig interessiert an ihrem Gegenüber wirken. Typisch sind zudem sprachliche Besonderheiten wie ein monotoner Tonfall, eine flache Satzmelodie oder ein eigentümliches Sprechverhalten. Es kann sein, dass autistische Patienten sehr leise bzw. laut oder nur wenig sprechen. Ja, und besonders sehr leise muss ich sein, denn schon beim Wort Patienten alleine kriegt man neutrale Stimmung. Weiter geht's. Manchmal dominieren sie das Gespräch, reden jedoch nur über ihr Lieblingsthema, möglicherweise ohne Apothekenbezug. Gesagtes verstehen sie in der Regel wörtlich, weswegen sie Probleme mit Floskeln, Witzen, Späßen oder subtilen Anspielungen haben. Menschen im Autismus-Spektrum unterbrechen häufig unbeabsichtigt Gespräche, da sie den richtigen Zeitpunkt, etwas zu sagen, nicht finden. Ihnen kann es schwerfallen, Smalltalk zu führen, Gefühle oder Bedürfnisse zu verbalisieren, sowie nonverbal, also über Mimik und Körpersprache zu kommunizieren oder die umgebenden Regeln der sozialen Interaktion, wie sich zu bedanken oder zu begrüßen, zu befolgen. Typisch sind zudem sich wiederholende Bewegungen oder Äußerungen, die auch unauffällig sein können, zum Beispiel ein Drehen von langen Haaren um die Finger oder ein vor sich hin Summen. Ja, also die Sache mit dem Smalltalk ist auch nervig. Und vor sich hin summen, ja, wer macht das nicht gerne? Oder das Drehen von langen Haaren um die Finger ist ja auch ein Zeichen vom Verliebtsein. Und deswegen ist wer weiter. Auffällig ist auch, wenn Patienten Details in der Umgebung wahrnehmen, die andere nicht auffallen, oder wenn sie andere Personen unverblümt beurteilen. Während der Beratung entsprechender Patienten sind dann vor allem klare und eindeutige Aussagen wichtig, empfiehlt Dose. So sei zum Beispiel der Hinweis, ein Medikament dreimal täglich einzunehmen für Menschen mit Autismus-Spektrum-Störung aufgrund ihres idiosynkratischen Sprachverständnisses zu unpräzise. Besser seien eindeutige Erklärungen wie: Nehmen Sie die erste Tablette um 8 Uhr, die zweite um 15 Uhr und die dritte um 22 Uhr ein, erklärt Dose.
Zudem sollte Apothekenpersonal dem Experten zufolge immer wieder nachfragen, ob das Gesagte verstanden worden ist. Bei mehrfachen Beratungsterminen sei auf eine klare zeitliche Angabe zu achten und mögliche Veränderungen seien rechtzeitig, also möglichst schriftlich, zum Beispiel per E-Mail, anzukündigen. Zudem sollte die Beratung möglichst von der gleichen Person und im gleichen Raum durchgeführt werden, rät Dose weiter. Sinnvolle Hilfsmittel bei der Beratung könnten schriftlich formulierte oder in Bildern dargestellte Anweisungen sein. Ja, und die gibt es bei Autismustherapien ja auch, die dargestellten Anweisungen in Bildern. Weiter geht's. Weitere Tipps zur Beratung autistischer Patienten sind: Hört bitte mit dem Patiententhema auf, das nervt. Aber es wird leider noch weitergehen. Wir haben ja noch 2 Seiten vor uns. Erstens, sich nach den Wünschen des Betroffenen erkundigen. Soll die Tür offen oder geschlossen sein? Soll das Licht gedimmt werden? Zweitens, den Betroffenen ausreden lassen, damit dieser sein Anliegen ausdrücken kann. Drittens, Gesprächspausen zulassen. Zu viele gestellte Fragen können den Patienten überfordern. Viertens, sensibel beraten, aber auf gut gemeinte Verharmlosung bezüglich des Gesundheitszustandes verzichten. Fünftens, Berührungen etwa im Rahmen einer Blutdruckmessung vorher ankündigen. Manchmal hilft es, das Spezialinteresse zur Ablenkung zu nutzen oder den Betroffenen am Handy spielen zu lassen. Sechstens, explizit nach den vorhandenen Beschwerden fragen, da Menschen im Autismus-Spektrum diese oft nicht selbst erwähnen. Hier sind die eventuell veränderte Schmerz- und Körperwahrnehmung sowie andere Wahrnehmungsbesonderheiten zu berücksichtigen. Und siebtens, bei Anwesenheit einer Bezugsperson gilt, nicht nur mit dieser über den Betroffenen, sondern auch mit diesem selbst reden. Ganz genau, denn wir im Autismus-Spektrum können auch für uns selbst reden. Und wir haben schon 39 Punkte. Und jetzt kommen wir zur 6. Seite. Fackel mich lang drumherum. Los geht's. Psychische Belastung für Eltern autistischer Kinder. Oder wie es richtig heißen sollte: Psychische Belastung für Eltern von Menschen im Autismus-Spektrum. Weiter geht's. Die Autismus-Spektrum-Störung eines Kindes beeinflusst auch das Familienleben. Eltern erleben immer wieder überfordernde Situationen, haben Schuldgefühle oder machen sich oder ihren Partner für die Störung verantwortlich. Hinzu kommt, dass die Umgebung oft mit großem Unverständnis reagiert. Nicht selten müssen sich die Eltern einer scharfen Kritik, Anfeindungen sowie abwertenden Kommentar bezüglich ihrer Erziehung stellen. Das Verhalten des Kindes kann Vorwürfe oder den Ausschluss aus dem Familien- und Freundeskreis nach sich ziehen, was zu sozialer Isolation und damit zum Wegfall sozialer Ressourcen führt. Ja, wenn man selbst von der Familie und von Freunden ausgeschlossen wird, dann haben sie halt eine Zugehörigkeit in der Familie, beziehungsweise haben sich dem Titel Freund nun mal nicht verdient. Sag ich mal, wie es ist. Weiter geht's. Eltern autistischer Kinder vernachlässigen teilweise ihre eigenen Bedürfnisse und berichten häufiger als andere Eltern über eine subjektiv schlechtere Verfassung. Zahlreiche wissenschaftliche Studien haben die hohe Belastung von Eltern und Angehörigen belegt, unterstreicht Dose und führt aus. Diese können sich in den unterschiedlichsten psychiatrischen Störungsbildern, seien es Anpassungsstörungen, depressive Reaktionen oder auch Schlafstörungen, äußern. Daher ist es wichtig, Angehörige auf mögliche Entlastungen, zum Beispiel sogenannte familienentlassene Dienste, hinzuweisen. Warnzeichen können Erschöpfung, aber auch gereizte Reaktionen auf die Schwierigkeiten im Umgang mit den von einer Autismus-Spektrum-Störung betroffenen Angehörigen sein. Hilfs- und Unterstützungsangebote gibt es bei dem Bundesverband Autismus Deutschland, der auch in Landes- und Regionalverbänden organisiert ist. Darüber hinaus gibt es für Betroffene von einem Asperger-Syndrom die Selbsthilfegruppe ASPIS, führt Dose auf. Ja, oder auch das ASPIS-Selbsthilfeforum. Grüße gehen raus. Und jetzt kommen wir zum grauen Kasten, wo Hilfen und Tipps für Angehörige autistischer Kinder aufgelistet sind. Erstens, Aufbauen eines eigenen Netzwerkes aus Ärzten, Psychotherapeuten und privaten Helfern wie Freunden und Familienangehörigen. Natürlich diejenigen, die halt zum Thema Autismus halt verstehen, ne? Ist sehr, sehr wichtig. Zweitens,
Elternberatung und Elternschulungen wahrnehmen. Drittens, Elternverbände oder lokale Beratungsstellen wie Gesundheitsämter, sozialpsychiatrische Zentren, kirchliche Organisationen kontaktieren. Viertens, Online-Hilfsangebote nutzen, wie zum Beispiel www.asperger-wahrnehmung.de oder www.autismus-kultur.de. Fünftens, beim akuten Notfall ein psychiatrisches Krankenhaus, Institutsambulanzen oder die Notfallseelsorge aufsuchen bzw. kontaktieren. Und sechstens, rechtliche Unterstützung gibt es zum Beispiel beim Bundesverband Autismus unter www.autismus.de oder bei der Bundesarbeitsgemeinschaft Selbsthilfe von Menschen mit Behinderung und chronischer Erkrankung und ihren Angehörigen unter www.bag-selbsthilfe.de. Und wir haben jetzt 45 Punkte beim Störungscounter. Und jetzt kommen wir zur siebten und letzten Seite, die halt das kürzeste ist. Und ich kann euch schon mal so viel verraten, Leute, dass wir diesen Rekord nicht schaffen werden. Schade drum, aber was kann man da machen? Fackel ich lang drum rum. Los geht's. Neurodiversität statt Krankheit. Lange Zeit wurde Autismus als Krankheit verstanden. Allerdings muss nicht jede Abweichung von der Norm krankhaft sein. Laut Dr. Sven Bölte, Professor für Kinder- und Jugendpsychiatrie des Karolinska Instituts in Stockholm, wird heute bevorzugt von Neurodiversität gesprochen. Hiermit ist die Tatsache gemeint, dass auch in der Neurologie eine Vielfalt existiert. Denn Menschen mit einer Autismus-Spektrum-Störung haben laut Bölte eine andere neurologische Reife für ihre Funktion. In der Forschung steht deswegen nicht die Heilung im Vordergrund, sondern wie sich eventuell negative Konsequenzen verhindern lassen. Also wenn ihr mich fragt, Heilung darf im Zusammenhang mit Autismus überhaupt nicht im Vordergrund stehen. Keinster Weise. Was soll ich dazu sagen, Leute? Also, den Rekord haben wir zwar nicht geschafft, aber dafür beim Störungscounter 46 Punkte erzielt. Wenn das mal nicht ein Ausgleich ist, dann weiß ich auch nicht. Und deshalb meine Frage an euch, was haltet ihr von diesen 7 Seiten? Schreibt es gerne in die Kommentare, eure Meinung etc. pp., als auch das Video zu liken, als Video zu teilen, als auch den Abo-Button mit der Glocke zu aktivieren, damit ihr kein weiß, wie ihr verpasst. Und wir sehen uns dann morgen mit einer weiteren Reaction wieder. Ich werde was sagen. Ciao, Leute!